Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem Video 20 Facts About Me. Meine Lieblingsfarben sind Pink und Lila. Ich liebe Pink und Lila. Mein Zimmer war immer in der Farbe gestrichen. Ich trage immer Nagellack in den Farben. Ich habe Klamotten in den Farben. Schminke in den Farben. Also wie ihr seht, es hört nicht auf. Meine Traumreiseziele sind New York und L.A. Ich würde einfach mal so gerne nach Amerika. Ich liebe es ja auch, Englisch zu sprechen. War bisher aber leider nur einen Tag mit der Klasse in London. Von daher, ich würde mich definitiv mal freuen, wenn das klappen würde. Kommen wir zum nächsten Fact. Und zwar, ich mache gerade meinen Führerschein. Ich bin gerade mit der Theorie durch. Ich muss zwar noch die Theorieprüfung machen, bin aber schon total gespannt auf die Praxis und wie das Gefühl sein wird, im Auto zu fahren. Fact Nummer 4. Wenn ich schlafe, müssen meine Jalousien immer ganz unten sein. Also da darf keine Lücke mehr mit Licht sein. Ich weiß auch nicht warum, aber das stört mich total. Es muss immer ganz dunkel sein in meinem Zimmer und dann kann ich auch einschlafen. Was viele von euch vielleicht auch schon wissen, ich bin halb Polin, also meine Eltern kommen beide aus Polen und ein Großteil unserer Familie lebt auch dort. Das heißt, wir fahren zweimal im Jahr dorthin und besuchen sie. Okay Leute, nächster Fact. Auch wenn ich nicht wirklich gut darin bin, mache ich es wirklich gerne und zwar schminken. Ich war bis vor kurzem, bis vor einem Jahr ungefähr, so total eigentlich desinteressiert daran, konnte es noch schlechter als jetzt. Und das war aber so, ich war mit meiner Stufe auf Kursfahrt in Salzburg und da hatten wir so ein richtiges Mädelszimmer. Und die Mädels dort, die hatten das richtig gut und griff mit Schminken und kannten sich auch total aus. Also auch wenn ich es nicht wirklich gut kann, Leute, ich liebe es zu schminken. Kommen wir zum nächsten Fact und zwar ist das eine ganz komische Angewohnheit von mir, aber die habe ich schon in der Schule gemacht, das haben auch schon meine Mitschüler bestaunt. Leute, immer wenn ich ein neues Buch bekomme, klappe ich das erstmal auf, fühle so an den Seiten und muss daran riechen, weil ich es einfach liebe, wie Bücher riechen. Kennt ihr das oder bin ich die Einzige? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das wissen vielleicht auch einige von euch und zwar habe ich letztes Jahr, also 2015, mein Abi gemacht. Ich habe mir kurz vor Weihnachten noch eine Glitzerfolie für mein Handy bestellt. Die sollte ursprünglich ein bisschen dunkler sein, also so ein dunkles Lila. Ist jetzt ein bisschen heller, was ich auch nicht schlimm finde. Ich liebe es, um ehrlich zu sein. Ich bin ja sowieso total das Mädchen mit Pink und Lila und Glitzer und ja, mir gefällt's. Zehntens, ich bin taschensüchtig. Leute, wenn ich in ein Geschäft gehe, wo Taschen sind, bleibe ich immer direkt an den Taschen stehen und muss mir die angucken. Und wenn es dann eine schöne gibt, kann ich echt schlecht nur widerstehen. Elftens, ich habe Angst im Dunkeln. Meine Lieblingsfilmsorte sind, glaube ich, tatsächlich Horrorfilme. Also ich liebe es einfach, dieser Nervenkitzel. Und danach hat man auch immer so Warnerscheinungen. Also ich denke dann mal, irgendjemand steht in meinem Zimmer oder wer unter meinem Bett. Und dann muss ich auch mal so die Taschenlampe anmachen. Weil ich gucke die meistens tatsächlich alleine im Dunkeln in meinem Zimmer. Ich finde das irgendwie total cool. Mein nächster Fact sind meine Lieblingsserien. Und zwar sind das Gossip Girl und Desperate Housewives. Ich kann fließend Polnisch sprechen. Meine beste Freundin ist auch gleichzeitig meine Cousine aus Polen, Marlena. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und mag es auch, wenn meine Mitmenschen ehrlich zu mir sind und mich nicht anlügen. Und ich sag eigentlich immer genau das, was ich auch gerade denke. Früher hatte ich zwei Meerschweinchen, die sind dann aber leider 2009 gestorben. Deswegen habe ich aber jetzt meine Nala. Meine Lieblingskünstler sind Justin Bieber, Beyoncé, Taylor Swift und Selena Gomez. Meine Lieblingszahl ist die 16. Das kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass ich immer 16 sein wollte und auch 16 bleiben wollte. Jetzt bin ich zwar schon ein bisschen älter, aber als ich jünger war, war Miley Cyrus mein totales, absolutes Vorbild und ich wollte immer so sein wie sie. Und sie war halt, glaube ich, gerade 16 und das hat mich so beeindruckt, wie toll sie schon singen konnte, was für eine Persönlichkeit sie hatte. Und deswegen wollte ich, glaube ich, einfach immer 16 sein und das hat sich bis heute gehalten. Das war's jetzt schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr Vorschläge habt für ein nächstes Cover oder für ein Video wie das jetzt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich freue mich wirklich über jeden Vorschlag.